Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe die süße Sophia-Maus auf der Arme und ich liebe es, sie mit euch zusammen umzuziehen. Und genau das möchte ich halt gerne auch in diesem Video mit euch machen. Ich habe auch schon alles rausgesucht, was ich der kleinen Maus anziehen möchte. Und sie wird heute, ja, besonders schick. Sie bekommt nämlich ein Kleidchen an. Und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns nach dem Intro wieder. So, legen wir auch direkt mal los. Ich bin heute schon den ganzen Tag hier am Wirbeln. Ich bin für euch noch am Vloggen und ich habe auch schon noch ein Umziehvideo von Mika abgedreht, weil der Mika-Schatz ist ja auch im Moment bei uns. Suchen wir den noch schnell einen Body raus. Die Mausi liegt ja immer bei mir in meinem Nestchen, in dem großen Bett von Melina. Das Nestchen habe ich aber jetzt erstmal rausgeholt. Das habe ich jetzt erstmal weggelegt, weil ich gerne im Moment so ein bisschen die Bettwäsche von Melina sehen möchte, wenn ich hier reinkomme. Die habe ich nämlich heute auch gewechselt in dem Vlog. Und ja, die ist halt total süß. Ich habe die schon ganz lange und ja, ich finde die halt total schön. Schaut mal, ich finde, das ist für ein Kleidchen irgendwie zu kurz. Kann das sein? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Größe das ist, aber das müsste Größe 62 sein. Ich finde das voll süß. Aber mit Strumpfhose drunter passt das ja. Ich wollte ihr jetzt noch die Schuhe anziehen und dann kriegt sie noch die Jeansjacke drüber. Ich meine, klar, die liegt nur hier im Zimmer. Also ich gehe mit ihr nicht raus, aber ich finde die Jeansjacke halt so toll noch da drüber. Einfach so ein bisschen was Sportliches und was so ein bisschen als Eyecatcher ist. Unsere kleine Maus ist fertig. Die Jacke ist Größe 56. Hätte ich nicht gedacht, dass die Jacke ihr schon wieder zu eng ist. Also hier an den Ärmchen sieht man das halt schon sehr deutlich, dass es halt etwas enger ist. Es geht, es funktioniert noch, aber sie bräuchte halt wahrscheinlich auch in Jacken schon Größe 62. Krass, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Dann hat sie halt hier ihre Schüchen an. Die finde ich ja so süß. Delia hat die ja auch schon mal angehabt in Blau von Tante Gabi. Und dann das hübsche Kleidchen und die Jeansjacke. Ich finde das so niedlich. Ich lege sie jetzt auch erstmal hier in dem Bettchen rein. Und dann werde ich sie heute Abend umbuxieren. Ich habe das Kleid ja nochmal in Rosa. Und das wollte ich halt gerne für Delia haben und Delia anziehen. Und da bin ich schon sehr unsicher. Nicht, dass das bei Delia ein längeres Oberteil ist, aber kein Kleidchen mehr. Also bei Sophia ist es ja schon meiner Meinung nach fast kein Kleidchen mehr. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das so findet. Also ich finde, ein Kleidchen ist für mich ein Ticken länger. Ja, bist du am Meckern? Hm? Bist du wieder am Meckern? So, hier räumen wir noch schnell auf. Und dann hätten wir das nämlich auch schon hier erledigt. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Nee. Rein oder raus? Beides geht nicht. So. Meine süße Sophia-Maus liegt jetzt hier im Bett.
Da lasse ich die jetzt auch erstmal drin liegen. Die Schnecke. Die süße Maus. Total süß. So, und damit ist das Video auch schon beendet. Mausi ist wieder frisch angezogen. So finde ich sie super, super süß. Also, ja. Und damit heißt es für mich, dass ich mich wieder verabschiede von euch für heute, weil der kleine Kandidat da möchte nämlich wieder raus. So, und deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt oder schaut. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!